richtig scharfkantigen Splitt rein. Tankdeckel drauf und ich habe keine Mischmaschine. Das machen wir jetzt mal eine Viertelstunde. So, jetzt spülen wir den ganzen Tank mit Aceton aus. Hier könnt ihr den rostigen Kies sehen, der wo rausgekommen ist. Das hat schon gut was abgebeckt. Tankdeckel drauf und schön ausschwenken. Entfetten, bevor der Rostumwandler reinkommt. So, es wird dann die Entrosterlösung angemacht. Jetzt kommt der Rostumwandler rein, maximal 1 zu 60 verdünnt. Und den lassen wir jetzt ein paar Tage einwirken, damit der Rost auch richtig bekämpft wird. Chemisch und phosphatiert wird nachher der Tank, bevor wir nachher die Versiegelung aufbringen. Aber das habt ihr ja schon mal gesehen bei meinem Kawasaki-Tank. Rostumwandler rein. Nichts verschütten, nichts in die Augen kriegen. Tankdeckel. Wo habe ich den? Da. Schwenkt man einmal pur aus und dann kommt Wasser rein. Dicht ist er. Jetzt wird er komplett mit Wasser gefüllt. Heute geht es weiter mit der Zündapp, ein bisschen Schrauben. Den Tank habe ich jetzt beschichtet innen mit Harz. Habt ihr ja vorher gesehen in dem Film, wie ich die Vorarbeiten gemacht habe dafür. Der liegt jetzt hier im Warmen und darf noch so eine Woche liegen bleiben, bis die Innenbeschichtung sauber ausgehärtet ist. Das ist keine zwei Komponenten, die schnell anzieht, sondern die langsam an der Luft mit Temperatur und Feuchtigkeit abbindet. Also der bleibt jetzt mal noch eine Woche liegen.
Und jetzt möchte ich mich dran machen, dass ich den Motor endlich mal reinhänge in den Rahmen, damit er von der Werkbank runter ist. Und dann kann ich so langsam weitermachen. Es eilt ja nicht. Bevor ich den Motor in den Rahmen hängen kann, muss ich natürlich die Motorverkleidungsteile wegmachen, damit ich die Kette aufziehen kann und dass ich an die Befestigungsschrauben rankomme von dem Motor. Müsste schnell erledigt sein. Hier liegt er. Fangen wir mal an. Erst muss der Schalthebel runter. Er sitzt auf einer Feinverzahnung. Also weiter aufdrehen oder ganz rausmachen. Was haben wir denn? Da. Jetzt der Gebläsedeckel mit dem Kicker noch runter. Alles auf meiner super aufgeräumten Werkbank, ich weiß. Aber das ist richtig so, das gehört so. Ordentliche Werkbank kann jeder. Jetzt haben wir nochmal einen Deckel, Deckel über Deckel. Da brauchen wir die Zehner nass. Machen wir einen Cut. Werkzeug besorgt. Hochkomplexes Triebwerk. So ein Zündapp. Zündapp kommt übrigens von Zünder- und Apparatebau. Zeit vom Ersten Weltkrieg. Die Fabrik war ursprünglich in Nürnberg, aber die Mopeds wurden nachher in München gebaut. Da sieht man jetzt auch das Ritzel, wo ich die Kette nachher drüber machen muss. Das ist der Kickerdeckel. Legen wir auf die Seite. Dann geht es auch schon ans Reinbauen. Jetzt hängen wir den Motor rein. Ich habe ein bisschen Klebeband auf die Unterschleifzüge, dass man den Lack nicht gleich wieder verkratzt. Drei Schrauben sind es. Ein bisschen was zum Heben, dann muss man die Kette noch einfädeln übers Ritzel und dann anziehen und dann dürfte er drin sein. Also schauen wir mal, schlechte Perspektive, aber ich will das Moped jetzt nicht da rausschieben. Das steht jetzt ganz hinter anderen Motorrädern und ich arbeite da hinten im Eck. Da würde ich mehr Zeit brauchen, um das ins Freie zu schaffen, als dass sich's rentiert. Also. Schauen wir mal, das ein bisschen ausrichten, dass ihr was seht. Da kommt er rein. Als erstes müssen wir die Kette drüber, über die Schaltwelle. Ich will die Kette nicht aufmachen, das ist wieder so gefriemelt. Ich werde es wieder einfädeln. Motor so weit wie möglich nach hinten und dann die Kette drauf. Müsste eigentlich gehen. Jawohl, ist drauf. Kommt die Hauptschraube, Zentralschraube rein hier. Wenn er da mal hängt, dann ist er schon ziemlich drin. Schon hängt er im Rahmen. Kurze Aktion. Jetzt noch die anderen beiden. Das sind so 8er Schrauben, 3 8er Schrauben, wo der Motor festgemacht wird. Ja, ein bisschen
Dritten muss man doch. Da muss man einen Schraubenzieher holen, um das Auge ein bisschen deckungsgleich zu machen. Jetzt habe ich mir so einen Schraubenzieher geholt, damit ich die Löcher zentrieren kann, dass sie genau gegenüber liegen. Das ist nämlich immer ein bisschen schwierig, dass die Schraube anbeißt. Schauen wir mal. Ja, jetzt ist sie geflutscht. Kleine Bewegung. So, jetzt ziehen wir den Motor mal an. Drei Schrauben und dann hängt er schon. Kette spannen, Gehäusedeckel auf, dann kann man schon einen Teststart machen. Bessere Blitze zum Schrauben, ich weiß. Okay. Gut, dann schrauben wir den Deckel mal fest hier. Bauen wir das Ganze zusammen für den Testlauf. Noch fest kommt die immer ab. Ganghebel drauf. Springringen auf, aber jetzt für den schnellen Lauf geht's so. Jetzt mal noch einen kurzen Startversuch mit Bremsenreiniger, ob der besser geht.